Hallo und herzlich willkommen zu diesem Beitrag. Ich wurde heute von der geistigen Welt zu einem ganz besonderen und intensiven Thema geführt, das ich heute hier in diesem Video verarbeiten sollte. Und es handelt sich dabei um einen besonderen Text, der in uns die intensivste Emotion der Liebe hervorbringt. Und du wirst es merken, auch ich konnte mich beim Durchlesen, beim Vorlesen, mir meine Tränen nicht zurückhalten. Höre diesen Text immer dann, wenn du das Gefühl hast, dass du wieder zu sehr im Außen bist, zu sehr abdriftest mit all deinen To-Dos, mit all deinen Sollte und Müsste. Diese Worte und diese Unterbrechung verändert sofort deinen Zustand und lässt dich erkennen, was im Leben wirklich zählt. Höre diese Worte unbedingt bis zum Ende, denn jedes dieser Worte ist mit einer Art energetischem Muster ineinander verwoben und im Gesamten ergibt es für unsere Seele eine Art Melodie oder eine Art Symphonie. Die darunterliegenden eingebetteten Silent Subliminals werden diesen Effekt noch intensiver hervorholen in dir, damit du mit deinem Herzen und deiner tiefen Liebe sofort in Verbindung trittst. Viel Freude und maximale Heilung für dich. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich dich einschlafen sehe, dann würde ich dich besser zudecken und zu Gott beten, er möge deine Seele schützen. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich dich zur Türe rausgehen sehe, würde ich dich umarmen und küssen und dich für einen weiteren Kuss zurückrufen. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich deine Stimme höre, ich würde jede Geste und jedes Wort auf Video aufzeichnen, damit ich sie Tag für Tag wiedersehen könnte. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich einen Moment innehalten kann, um zu sagen, ich liebe dich, statt davon auszugehen, dass du ja weißt, dass ich dich liebe. Wenn ich wüsste, dass es das letzte Mal ist, dass ich da sein kann, um den Tag mit dir zu teilen, weil ich sicher bin, dass es noch manchen Tag geben wird, sodass ich diesen einen einfach verstreichen lassen kann. Es gibt sicherlich immer ein Morgen, um ein Versehen oder einen Irrtum zu begehen. Und wir erhalten auch immer eine zweite Chance, um einfach alles in Ordnung zu bringen. Es wird immer einen anderen Tag geben, um zu sagen, ich liebe dich. Und es gibt sicher eine weitere Chance, um zu sagen, kann ich etwas für dich tun? Aber nur für den Fall,
dass ich falsch liegen sollte. Und es bleibt nur dieser heutige Tag. Möchte ich dir sagen, wie sehr ich dich schätze. Und ich hoffe, dass wir niemals vergessen, dass das Morgen niemandem versprochen ist, weder jung noch alt. Und heute könnte die allerletzte Chance sein, die wir haben, um uns festzuhalten. Also, wenn ich auf morgen warte, wieso tue ich es nicht heute? Falls das Morgen niemals kommt, werde ich bestimmt bereuen, dass ich mir keine Zeit genommen habe für ein Lächeln, eine Umarmung oder einen Kuss. Und ich zu beschäftigt war, um jemandem etwas zuzugestehen, was sich im Nachhinein als sein letzter Wunsch herausstellt. Darum halte ich meine Lieben heute ganz fest und flüstere ihnen ins Ohr, wie sehr ich sie liebe und dass ich sie immer lieben werde. Darum nehme ich mir auch die Zeit zu sagen, es tut mir leid oder bitte verzeih mir. Oder danke. Oder es ist in Ordnung. Und auch, wenn es kein Morgen geben sollte, so muss ich den heutigen Tag nicht bereuen. Ich wünsche mir für dich, dass dich diese Worte ganz genau so intensiv im Herzen berühren, wie es auch mir eben passiert ist während des Durchlesens und es vor allem jetzt gerade so wichtig ist, dass wir uns Zeit für die wirklich wichtigen Dinge nehmen und von diesem Standpunkt aus beleuchtet. Merken wir, wie plötzlich ganz, ganz vieles nichtig und klein wird und einfach wegfällt, weil es wirklich nur um die Liebe geht. Wenn dich diese Worte berührt haben, dann freue ich mich natürlich darüber, wenn du diesen Kanal abonnierst, die Glocke drückst, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich freue mich auch riesig über einen Daumen hoch und fände es wunderschön, wenn du dieses Video mit so vielen Menschen wie möglich teilst, denn ich glaube, wir haben es alle bitter nötig, uns wieder mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und zu erkennen, weswegen wir wirklich hier sind. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Karin.